Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu China Sisters. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind bei den kochenden Quellen. Die haben wir ja beim letzten Mal nicht hingekriegt gehabt. Beziehungsweise hingekriegt schon, aber halt nicht fertig gekriegt. Eieiei. Wahrscheinlich genau aus diesem Grund, weil wir zu oft gestorben sind. Aber die ist auch sehr, sehr eng bemessen hier. Nirgends mehr hin. Die Kristalle können wir noch mitnehmen. Kein Problem. Und speichern. Feuer. Kommt auf der Seite noch was. Mist. Okay, da kann man sich einfach fallen lassen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ah, shit. Das funktioniert eigentlich ganz gut, hier sicher fallen zu lassen. Das ist schon mal gut zu wissen. Nur das da wird ein bisschen schwierig. Hier darf ich mich, glaube ich, nicht einfach so fallen lassen. Ich glaube, hier würde das nicht so gut funktionieren. Ha. Hat ja besser geklappt, als ich gedacht habe. Jetzt ist die Frage hier auch wieder. Mist. Oh, das hat ja richtig gut geklappt. Hä? Ah, nee. Da muss ich wieder, glaube ich... Ach, da ist so eine Dings drauf. Ihr seht es gerade. Da ist so eine Insel. Das ist aber fies. Brauche ich überhaupt eine Fähigkeit, um dahin zu kommen? Ich glaube, das kann man so erreichen, oder? Ich muss nur den richtigen Zeitpunkt wieder abwarten. Genau. Und da wahrscheinlich genauso, ja. Keine Spezialfähigkeit, einfach nur springen. Oh, zu früh gesprungen. Mist. Nicht drauf geachtet. Mist. Das war zu spät. Verdammt. Ah. Ich lerne es nie. Ich renne immer gleich los, sobald der neue Bildschirm erscheint. Wow.
So, jetzt brauchen wir dich wieder. Ah, gespeichert. Yay. Das hat doch ganz gut geklappt hier. Das wiederum eher nicht. Ah, da kommt man bestimmt mit der Schildkröte hoch. Aber ganz ehrlich, wollen wir das? Ah, nee, da geht's nicht mehr weiter. Okay. So viel zu den beiden Geheimnissen hier. Tiert euch. Und da haben wir schon den Ausgang. Aber, hey, das wusste ich doch, dass es hier oben bestimmt noch was gibt. Und zwar mit einem freundlichen Smiley-Gesicht. So muss es doch sein. Und dann haben wir das Level beendet. 370 von 620, das ist jetzt nicht so viel. 59 Mal gestorben. Aber immerhin die Hälfte von den Riesendiamanten. Kann man doch nichts dagegen sagen, oder? Ein neues Level freigeschaltet, 3-8 der Grollgraben, 429, 4 große Diamanten. Schauen wir mal rein. Ein Grollgraben. Hoppala. Ach, Mist. Die kommen von da oben irgendwo. Jetzt kommt sie nicht mehr. Okay, da hat es anscheinend getriggert gehabt, dass es, dass nichts mehr kommt. Uah! Ja, nicht stehen bleiben. Ach du Scheiße. Ahahaha. Das sind wieder solche... Oh nein, 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 nein. Das Wasser steigt hier wieder. Und dazu kommen noch die hier. Das ist... Ich glaube, hier wird wirklich viel Groll aufkommen. Ah, shit. Wäre ich ein bisschen schneller gewesen. Das mit dem Wasser aufsteigen, das finde ich so lästig. Da hast du dann so große Zeit, so einen so großen Zeitdruck. Dass du nicht abwarten kannst, sondern so schnell wie möglich weitermachen musst. Und dann passiert nämlich genau das, was jetzt auch passiert.
du hier nicht warten kannst. Ha. Ah, shit, shit. Da muss ich mit. Ja. Kaum geschafft und schon wieder vorbei. Da muss ich, glaube ich, mit Dings hoch. Ah, verdammt. Nicht richtig geschafft, den Sprung. Nein, verdammt. Beinahe geschafft. Ich hoffe, da oben ist ein Speicherstand. Also so ein Checkpoint, meine ich. Weil das ist doch ein bisschen stressig. Ich sollte meine Fähigkeit, den Feuerball einsetzen, da glaube ich. Sonst bin ich nicht sicher, wie gut man das schafft. Wobei. Wobei man es eigentlich ganz gut schafft, ohne Fähigkeit da zu springen. Oh, ich glaube, ich bin. Nee, hat geklappt. Ja, verdammt. Das schafft man. Mist. Ich dachte eigentlich, wir schaffen es nicht. Wegen was anderem. Hätten es doch geschafft. Glaub, mit der Fähigkeit hier sind wir besser bedient, hier rüber zu kommen. Aber ja, mit der Fähigkeit sind wir besser bedient. Da geht's dann schon besser. Das Ganze ist halt schön, weil wir uns in der Luft halten können. Nee, und kein Speicherstand. Sowas liebe ich ja. Verdammt. Irgendwie schaffe ich diesen Absprung da relativ schwierig. Ja, das Level hat es auch schon wieder in sich. Falsche Taste. Ich frage mich, ob ich langsam wieder eine Pause machen sollte. Weil ich zu hibbelig werde, wenn ihr versteht, was ich meine. Das passiert bei solchen Spielen ja mir zumindest immer wieder.
So. Ach nö. Ich komme mit diesen Hasenfroschen irgendwie überhaupt nicht klar. Aber ich glaube, ich muss mit ihr unterwegs sein, weil sonst öffnet sich das Tor nicht. Habe ich jedenfalls den Eindruck. Ah, verdammt. Vielleicht sollte ich doch versuchen, auf die drauf zu springen, auch wenn es manchmal nicht so gut funktioniert. Das kann noch ein bisschen dauern. Ich fange schon an, einen Groll zu hegen. Deswegen heißt das Ding auch Groll. Na, wie auch immer. Aber ich muss sagen, es funktioniert mittlerweile ganz gut. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ein bisschen Übung, die macht's halt dann doch. Oh, Schande. Eine andere Frage, komme ich vielleicht auch da hoch? Dass ich da um die ganzen Dinger herumgehen kann? Weil hier ist ja auch was, um hochzukommen. Nee, das geht leider nicht. Das geht leider nicht. Wow. Kommt die... Nee, die bleiben da, wenigstens etwas. Hä? Und das verstehe ich jetzt wieder nicht. Warum hat das jetzt nicht geklappt? Ich hätte einfach rüberspringen sollen. Ich hätte einfach rüberspringen sollen. Und gut wäre gewesen. An der Stelle, und wenn man so sieht, wir sind eigentlich noch relativ am Anfang vom Level. So. Das Problem bei denen ist halt, die drehen sich halt auch um. Ich glaube, das war ja der letzte. Von daher, jawohl. Mist. Wieder ein fieses Level-Design hier.
ja, okay. Der erwischt uns auch noch da. Wir müssen also... Wir dürfen uns dann nicht quasi ausruhen. Verdammt. Wie fies. Wahrscheinlich müssen wir uns hier an der Seite halten. Nee, 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 nee. Das machen wir nicht so. Sehr gut. Okay, weiter geht's. Das ist noch relativ klar. Hier geht's so runter. Passt. Passt. Wir sind ja weit genug entfernt alle, dass das überhaupt keine Probleme macht. Und es geht weiter mit einem Ballon. Ich glaube, die zu erledigen bringt nicht wirklich was. Weil die ja wieder auftauchen. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal Schluss und in der nächsten Folge weiter. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.